Feuerwehr Lenz. Umbau, Ausbau und Verkauf von Einsatzfahrzeugen aller Art. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute nehme ich euch mal in den Werkstattalltag mit. Viel Spaß mit dem Video. Ja, hier haben wir einen Toyota Hilux. Der war ein ziviles Fahrzeug, das haben wir umgebaut als Einsatzfahrzeug zur Waldbrandbekämpfung. Da haben wir eine komplette Signalanlage eingebaut. Digitalfunk, Heckblitzer, Frontblitzer, Kreuzungsblitzer, wie ihr hier seht, Wärmebildkamera kommt noch rein, Lampenhalterung, Funkgeräte, Handfunkgeräte, Digitalfunkgeräte. Dann muss noch gemacht werden jetzt die ganze Verkabelung hier von den ganzen Ladegeräten und noch ein paar kleine Anpassungen, aber im größten Teil ist das Auto schon fertig. Das sollte hier vorne dran, das iPad. Da genau. Kann ich mich noch dran erinnern. Genau, aber wir haben jetzt oben noch Platz. Und da soll die Kamera eigentlich drauf, oder nicht? Ja, die Kamera können wir ja hier hin machen. Die Kamera können wir dran stellen, das iPad ist ja nicht so groß. Ich würde sie dann quasi so hier irgendwie hin machen, damit du das Kabel einmal abmachen kannst. Weil wenn du es so rumdrehst, kommst du blöd mit dem USB jetzt mal ranmachen. Und du musst sehen, dass das Kabel dran ist, sonst lebst du nicht lange. Und hinten an die Schräge kann man es nicht machen, Das könntest du auch mal gut aussehen können. Ja, nee, so hoch auf. Nee, das ist zu hoch. Kabel scheiße. Wenn es durch Zufall oben gerade abschließt. Nee, naja, es steht ein bisschen über, aber die Schrauben würden gehen. Ah nee, das sieht unprofessionell aus, wenn es übersteht. Ja. Dann kriegen wir es erst gar nicht auf die Idee. Hast du das iPad da? Ja? Yeah. Nee, rechtshänderfreundlicher. Nee, andersrum. So. Ja. Oder? Das muss praktisch sein für die diesmal. Ja, bist du Rechts- oder Linkshänder? Probier es halt mal aus. Ich könnte es so schöner ranstecken. Ja, ich bin Rechtshänder. Naja, probier es mal, ob es dir auch so genehm ist. Ach, mir ist das doch egal. Warte, ich komme. Da geht er hierher mit seinen Handschuhen. Ja, jetzt steckt die Kamera hier drin. Wenn ist es ja wirklich so. Ja, so. So, Kabel kommt hier raus. Steckt auch hier drin. Steck mal direkt gleich mal rein. Das geht ja wegen ranstecken. So. Ja, zum Reinstecken haben sie Zeit, da ist der einfachste Lauf. Rausziehen ist immer besser als reinstecken. Ja, ja. Man muss auch im richtigen Moment rausziehen. So, rausziehen, rausnehmen. Es geht schwer raus. Und dann ist gut. Und dann wird hier ein Aufkleber hingemacht. Achtung, USB-Kabel abziehen. Der Kunde hat sich genau diese Wärmebildkamera gewünscht. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen und jetzt machen wir das Beste draußen. Das Beste ist, wir weisen nochmal darauf hin, dass ihr ihr eigenes Kabel nicht abreißt. Und das geht mit einem gravierten Schild. Achtung, Kabel ziehen. Ja. Na, ich finde, das ist eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Kunden, wenn du dem sauberes Auto in die Hand gibst. Ja, hier haben wir heute eines unserer Werkstattersatzfahrzeuge, ein LF86 im 7,49 Tonnen Bereich. Dieses Fahrzeug kommt zum Einsatz, wenn Feuerwehren kurzfristig ein Fahrzeug brauchen. Das heißt, entweder ein Schaden am Feuerwehrfahrzeug selber, ein Unfall, was leider Gottes auch häufig passiert mit Einsatzfahrzeugen, oder in dem Fall jetzt einfach eine Pumpenrevision und eine Werkstattreparatur von einem Löschfahrzeug in Untermassfeld, das gehört zum Bereich Meiningen. Dort haben wir einen Auftrag bekommen für die Instandsetzung eines Fahrzeugs, was ihr dann vielleicht noch seht. Und ich schaue mir immer, bevor wir die Fahrzeuge wieder rausgeben, das Fahrzeug an, dass alles in Ordnung ist, dass die Kameraden dann nur noch einige Details von ihrer
von Ihrem Löschfahrzeug draufräumen müssen. Die Grundbestückung ist drauf, das heißt also Schlauchmaterial, Stromerzeuger, Rettungsgerät, Lichtmast, all das ist dabei. Aber wenn jetzt die Kameraden besondere Sachen haben, die sie in ihrem Ort brauchen, die können sie noch dazu parken. Da haben wir ein paar Staukisten mit drauf gebaut. Ja, ansonsten ist das ein Löschfahrzeug, was ein bisschen interessant ist in dem Sinne, weil es 7,49 Tonnen hat. Wir wissen nie, welche Kunden am Ende das Fahrzeug bekommen. Aber was sicher ist, es ist die kleinste Tonnage, die es gibt im Löschfahrzeugbereich. Und es ist auch von der Bauart relativ, sage ich mal, kompakt gehalten, sodass wir einen relativ großen Rahmen bedienen können an Feuerwehren, die Platzprobleme haben und gar kein ganz großes Löschfahrzeug reinbekommen oder die tatsächlich nicht genug richtige Lkw-Fahrer über 7,5 Tonnen haben. Und deswegen hat das Auto hier seinen Charme. Und da es eine Feuerlöschkreiselpumpe mit Löschwassertank hat, da es eine Grundbeladung LF86 hat und zusätzlich, wie gesagt, Rettungstechnik hat, ist es für die Überbrückung eines Werkstattbesuches oder das Auspuffern, weil das Fahrzeug aus anderen Gründen weg ist, glaube ich, eine sehr gute Alternative. Und wie gesagt, jetzt wird alles nochmal durchgeschaut. Wir prüfen die Geräte, ob die alle funktionieren, dass alles ordentlich übergeben werden kann. Und dann setzen wir uns rein und fahren nach Untermassfeld bei Meining. Dort warten die Kameraden schon und dann räumen wir den Rest hin und her. Und wir nehmen das zu reparierende Fahrzeug mit zu uns. Die Kameraden sind einsatzbereit und gut ist. Das habe ich nicht gesagt, dass das Fahrzeug gestern erst von einer Feuerwehr gekommen ist. Das kann ich ja noch eins sagen. So, und das Auto, was ich dann morgen dort hole, dieses Fahrzeug bekommt dann morgen schon, geht dann schon los mit der Pumpenrevision. Vielen Feuerwehren, auch dieses Jahr schon unterwegs war, sieht es verhältnismäßig mehr Einsätze und auch mehr Brandeinsätze als jedes einzelne Feuerwehrauto für sich in seiner Wache. Dadurch, dass das Auto wirklich überall ist, haben wir das selber schon öfters mal in Zeitungsberichten oder in Fernsehberichten gesehen, wo man sagt, ach guck, da steht ja unser Auto, ja, weil es dort gerade hin vermietet war, beziehungsweise wir deren Fahrzeug bei uns hier in der Kur hatten oder in der Pflege, wie auch immer. Wir sollen hier die Funkgeräte an die Wand machen. Erstens sieht es besser aus, zweitens bringen wir dadurch mehr Halt rein. Dann haben wir jetzt hier schon mal ein Blech vorbereitet und gucken mal, ob das passt. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir es nur noch kanten, damit das hier vorne schön mit der Türdichtung abschließt. Während die Arbeiten in der Werkstatt weiter voranschreiten, ist der Chef schon auf dem Weg nach Untermassfeld, um dort ein Feuerwehrauto für eine Revision abzuholen. Damit die Kameraden nicht ohne Einsatzwagen sind, überlässt er ihnen ein Einsatzfahrzeug für diese Zeit. Also wir packen jetzt gerade die Ausrüstung, die speziell auf dem Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr hier ist, packen wir hier rüber, wie Atemschutztechnik, Funktechnik und so weiter. Das haben wir natürlich nicht auf dem Mietfahrzeug drauf. Und jetzt gehen wir um das zu reparierende Fahrzeug nochmal rundherum, schauen, was haben wir hier nicht drauf, wie zum Beispiel Atemschutztechnik, Handscheinwerfer, Handsprechfunkgeräte, Schaum, alles was so Schaumlöschgeräte sind, spezielle Art, das räumen wir rüber. Die Steckleiter, die geprüfte, räumen wir noch mit rüber. Und dann sind die Kameraden eigentlich voll einsatzbereit, können mit dem Auto sofort loslegen.
Ich mache noch eine kurze Einweisung, wie alles funktioniert und dann sollte es laufen. Ihr habt oben analogen Funk, die 407 ist eingestellt. Das heißt, theoretisch könnt ihr, ihr macht ja eh über 4 Meter auch noch mit der Leitstelle, sollte erstmal der Funk analog machbar sein. Unterflutrandenbereich, Oberflutrandenbereich. Zwei Madenschutzgeräte, hier hinten kannst du zwei Reserveflaschen reinstellen. Also gehen nur zwei drauf aufs Auto, ja? Und vorne die zwei. Reserveflaschen? Reserve. Ja, zwei. So, Eingriffsverteiler, Strahlrohre CM, ganz normal, BM mit Schutzgummer, drei Drachekörbe und hier euer Schlauchpaket. B-Schlauchmaterial ist voll. Dann habt ihr hier Saugschläuche, Feuerlöschkreiselpumpe, identisch mit eurer Feuerlöschkreiselpumpe, Füllschlauch, Feuerwehrleinen, Arbeitsleinen, Kupplungsschlüssel sehe ich gerade, müssen wir noch rüberräumen. Kupplungsschlüssel noch, dann habt ihr hier Sammelstück, Rückflussverhinderer oder Systemtrenner, Saugkorb inklusive Drahtschutzkorb und Übergangsstücken. Also müssen wir jetzt hier nur noch dann gleich die Kupplungsschlüssel holen. Eine gefüllte Werkzeugkiste mit dem wichtigsten Werkzeug, was man so gebrauchen kann. Stromerzeuger. Stromerzeuger ist ein Zweitakter, ganz wichtig. Ist auch voll. Das ist jetzt nur so, falls irgendwie mal Stativ aufgebaut werden muss, könnt ihr euch mit dem Stromerzeuger hier behelfen. So, hier ist hauptsächlich Hilfeleistung. Die Kiste ist noch leer, für was auch immer. Kannst du auch noch befüllen. Hier hast du Schere, Spreizer, Zuschere und Spreizer, Unterbaumaterial, Kettensatz für einen Spreizer. Ansonsten hast du hier alles bis mein Gottmesser und so weiter, habe ich immer, was ich so hatte, habe ich damals reingeschmissen. Bis er einrastet, dann hast du hinten unten die untere Rändelschraube. Ja. Yep. Aufdrehen. Reicht schon. Hochziehen bis zum Anschlag. Festmachen. Leuchtmittel oben kippen. Da, wo du es brauchst. Und jetzt mache ich kurz das Licht an, unten. Und dann sollte, das, der macht extrem, wirklich extrem Licht. Ja, wenn du den im Dunkeln anmachst, ist wirklich krass. Ja, sieht jetzt unscheinbar aus, aber der ist wirklich geil. Und somit geht der Lichtmast auch. Ja, und dann habt ihr erstmal Licht an der Einsatzstelle. Aufsitzen. Vielen Dank. Mach's gut. Also sag nochmal, was ich sagen soll. Heute nehme ich euch mal mit auf eine Reise. Durch unsere Werkstatt ist scheiße. Machen wir nochmal neu. Heute nehme ich euch mal in den Werkstattalltag mit. Scheiße. Nochmal. Ja, der Vorteil ist, wie ihr jetzt auch gesehen habt bei dem Einsatz, dass der überwiegende Teil bei uns in der Feuerwehr ist. Und wir natürlich auch versuchen, die Fahrzeuge, die wir hier bauen, so praktisch wie möglich zu machen. Da eben hier Feuerwehrleute Feuerwehrfahrzeuge auch bauen.